Und ich drehe sie so drecksackig jetzt halt um. Er dreht sich mal. Warum hörst du den Ton hier links? Alter, die Soundkulisse ist ja mal echt schäbig. Hat er uns jetzt gesehen? Normalerweise läufst du ja hier an den Zombies normal vorbei und wenn die halt auf dich zukommen, dann hackst du denen den Kopf und gut ist. Aber ich habe nichts zum Hacken. Gucken eigentlich? Nee. Nur das Offensichtliche kann gesammelt werden. Ich würde gerne irgendwas zum Wehren haben. Irgendwas zum Wehren haben. Warum darf ich denn hier hochgehen, wenn ich hier nicht nirgendwo reingehen kann? Meine Fresse, was ist denn los mit euch? Hey, want to drink something? Mhm. Boah, ich habe noch nie so schlechten Loot gehabt wie auf dieser Map hier. Das ist ja Wahnsinn. Oder auf diesen Server. Meine Fresse. Nur Dosenfutter. Und dann kriegst du die Scheißdosen nicht mal auf, weil nirgendwo ein Dosenöffner, ein Messer oder irgendwas ist. Oh. Meine Fresse. Hallo? Ja, super. Ich sehe das nicht gleich wieder. Also rote Häuser hießen damals immer guten Loot. Boah, es tut mir echt leid für die Grafikqualität, aber ich kann es nicht anders spielen. Trinken? Oder ist das auch wieder bloß Dosenfutter? Nein, es ist eine Pupsi. Ach ne, Pipsi heißt die ja hier. Wahnsinn. Ach, jetzt sind wir auch noch hungrig. Oh. Das ist das eine endlich weg. Ist gleich wieder einer drauf mit dem nächsten. Ja. Ich trinke Pipsi. Mhm. Mhm. Boah. Übelst, ey. Leute, Leute, Leute. Die Framezahl, wie die runterschnallst. Ich traue mich aber nicht. Ach, da fand ich wieder der nächste Zombie. Inmitten des Pixelhaufens. Oh, steh mal wieder auf, bitte. Das ist ja grauenhaft. Das ist ein Gebäude hier. Schaut sehr interessant aus. Was anderes. Boah, ey, diese Zombie-Geräusche, der steht da hinten vor dem Haus und das macht hier in meinen Ohren direkt drin, als würde der hier neben mir stehen.
Wie lange ist dieses Spiel in Arbeit? Die Frage ist echt, spielen die Leute das Spiel auch selber? Oh, hier. Ein Waffenteil, oder? Das ist doch bloß ein Waffenteil, oder? Nee, es ist eine Waffe, aber ich hab keine. Ich hab keine Munition dafür. Ich auf einmal Waffen. Was ist das? Ich komme nicht an die Waffe ran, weil ich kann mich nicht. Da war denn hier eine Glock 19. Und ich habe hier. Was ist denn das überhaupt, was ich jetzt genommen habe? Eine Smoke Grenade. Mhm. Oh, wieder ein Packen Reis. Ach, guck, da hat er kurz die Waffe aufgelegt. Oh, ein Schlüssel. Kann mir jemand mal erklären, wozu ich einen Schlüssel brauche? Ich mache mal hier die Tür zu. So. Was ist das? Hallo? Was ist das? Was ist denn das? Was ist das? Ach, das ist ein Helmvisier. Hä? Ich habe noch einen Schlüssel. Mhm. Was kann man denn damit öffnen mit dem Schlüssel? Das würde mich mal noch interessieren. Ach, stopp, sind das Handschellenschlüssel oder was? Ich glaube, hier gab es ja auch Handschellen. Oh, hier eine Weste. Meins. Oh. Cool, wir haben jetzt hier eine Polizeiweste an. Auch cool. Mhm. Total toll. Was ist das? Was? Keine Ahnung. Nachher steht wieder in den Kommentaren, das, was du da liegen gelassen hast, wurde keine Ahnung, weil das ist was ganz Wichtiges. Das ist ganz, ganz Wichtiges. Das hättest du mal lieber mitnehmen sollen. Mhm. Cool, dann das Visier. Aber da gehen wir mal runter, gucken, ob das geht. Scheiße, wo war das Visier jetzt? Was ist das? Ich will das im Helm. Wie ist das blöde Smoke Grenade? Wo bin ich denn hier? Das ist ja Wahnsinn. Ach, jetzt hat er schon wieder Durst, der Kunde. Die Kunden. Also. Kann man sich auch die Raudo-Reifen machen? Raudo-Reifen. Er ist durstig. Ach, guck, Handschellen gibt es hier auch. Ich hab die gar nicht gesehen, denn die. Ach, da. Handschellen, damit kann man Leute festnehmen, ne? Das ist cool. Handcliff Case. Ach so, steht auch dort, und das ist Handschellen. Ja, da kannst du den Schlüssel haben. Bitteschön. Permanent. Wir wissen, ob das Visier jetzt, könnte ich das hier, ob das geht. So, zack. Das Visier da ranbauen.
Ja, wir haben ein Visier. Schon krass. Jetzt kann man auf uns schießen, uns tut's nichts, aber wir können nicht zurückschießen, weil wir haben keine Munition. Da war ich schon drin. Was ist das denn schon wieder? Ah, Flashlight für die Pistole. Können wir die an die ranmachen? Cool. Flashlight für die Pistole. Da ist ein Schlüssel. Hat das mehr? Ne. Ja, Was zum Geier? Wir haben eine Uniformjacke. Das können wir mal weghauen. Das können wir mal drin behalten. Das kann man weghauen, weil ich glaube, es gibt eh keine Tiere. Ja, yeah, eine Uniformjacke. Das ist auch so eine Rack, keine Ahnung. Rack. Ich weiß nicht mal, was das ist. Sieht aus wie eine Waffe, aber... So, nu? Haben wir jetzt echt eine Waffe, oder ist das? Das ist ja wirklich eine Waffe. Die sind noch nicht fertig, oder? Was haben wir denn hier schon wieder? Oh, die Jacke ist noch cooler. Noch cooler. Yeah. Was haben wir denn hier schon wieder? Sollen wir mal ein bisschen Stunk machen? Ah, was haben wir denn jetzt wieder eingesammelt? Was ist denn das? Keine Ahnung. Kommt das hier ran? Was ist das? Ach, wie geil. Ach, haben wir jetzt direkt die Glock weggeschmissen? Ach, guck mal, das ist auch gar keine Glock. Boah, ich hab echt keinen Plan. Ich weiß nicht, was ich nehmen soll. Kommt dafür eine Munition rein. .380er. Ich glaube, ich will lieber die Pistole haben. Geht nicht. Ach, ich könnte mir... Aber wenn ich das jetzt mache, dann... haut die Pistole weg. Aber wenn ich das nehme, dann... Dann lasse ich doch die Waffe. Und ich würde jetzt gerne mal was testen. Zombies? Bist du wieder drei Blocks weiter, wenn ich diese nahe höre hier? Ich glaube, ich will mal das hier testen. Los. Anpinnen.
Ich kann hier nicht schießen. Kann ich die jetzt hier so... Ja, und jetzt schießt sie doch mal weg. Hallo. Alter, was ist denn das für ein Kack? Muss ich jetzt eine extra Taste drücken, um Granaten zu werfen, oder was? Ah, oh. Echt jetzt? Und? Ja, das schmeißt. Achso, auf die muss man sie ja wegschmeißen. Man kann ja nicht einfach wegschmeißen. Hm. Naja, jetzt haben wir unseren Standpunkt weitergegeben. Ach ey, wisst ihr was, ey, Leute. Ich weiß nicht. Die Standalone, die ist sowas von missraten. Wir werden uns jetzt mal hier diesen wundervollen Dings unten reinziehen und mal gucken. Das so funktioniert gegen Zombies. Hä? Oh, Alter, bin ich so schon. Ah. Ja. Boah, die Zombies sind so imbar, Alter. Wahnsinn. Oh, bin ich erschrocken jetzt, ey. So. Ich glaube jetzt einfach so megamäßig durch die Stadt hier. Das ist mir jetzt egal, Alter. Nee, also ich muss sagen, die DayZ Standalone. Weiß nicht. Ich weiß nicht, was es jetzt noch alles gibt, ob da was Neues gibt, ob da... Wo war denn nochmal? Hallo, liebe Girlie. Lalalala. Hallo, liebe Girlie. Lalalala. Komm, stopp. Ich hab hier einen Elektroschocker für dich. Pritzel, 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 Pritzel. Schlagen 20.000 Mal auf sie ein und es interessiert sie einfach mal überhaupt nicht. Warum auch, warum auch, warum soll sie auch fallen? Ich könnte dem Onkel ja auch mal gefallen. Oh, wow. Warte. Entschuldigung. Ja, gut. Ach, guck mal. Ach, ein Weihnachtsbaum hier. Ja, den haben sie ja toll gemacht. Ja, ich glaube, den Zombie werden wir jetzt nicht überleben. Was? Die haben hier einen Weihnachtsbaum gemacht. Der ist so schön. Ja. Okay, liebe Freunde. Nee. Komm, sterb mal einfach mal. Irgendwo. Die Performance ist assi. Das Spiel selber ist grauenhaft.
Mann, was haben sie nur gemacht, ey. Das Spiel hat aber trotzdem, ich muss auch trotzdem sagen, das Spiel hat trotzdem Potenzial. Klar hat Potenzial, DC-Potenzial, logisch, ne? Ja, also DC. Aber man muss es halt richtig nutzen, das Potenzial, und mit so einem Kack draus machen. Ja. Make loose all of you with blood. Naja. Aber ich kenne mich so wenig noch aus hier, dass ich nicht mal weiß, was das scheiß Feuerwehrgebäude hier war. Aber egal, wir nehmen uns jetzt mal hier. Was hier so alles gibt. Also entweder ist hier alles weggelootet oder. Hier nochmal ein Bloodpack. Ist da der Blatt drin? Das ist ein Salineweg, aha. Ja, ist ja in Ordnung. Sterb doch einfach. Und das? Bloodpack-Kit, Inject, komm. Ach, Inject, das ist ja, das ist ja. Ich denke mal, sprechen das, ne? Aber wir sind unsichtbar. Ne, nicht unsichtbar, unmächtig. Naja. So, liebe Freunde, das war mal angezockt, mal wieder reingeschaut in DayZ. Die Standalone. Ich habe jetzt natürlich nicht viel finden können, was hier neu ist, aber es gibt immer noch so viel unnützes Zeug, was hier rumliegt, was absoluter Quark ist. Performance-technisch ist es unter aller Sau. Und naja, was willst du machen? Okay, also dann, vielen Dank fürs Zuschauen. Könnt ihr einen Kommentar unten drunter dalassen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Angezockt oder Let's Play oder sonst Dingen. Bis dahin. Ciao.